Guten Morgen, liebe Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Morgen. Wir stehen in Medebach an der Kirche. Es ist 9 Uhr. Sie bimmelt gerade 9 Uhr. Und wir haben uns hier so eine Tour ausgesucht. Die heißt Medebach und seine Dörfer. Ist ungefähr 64 Kilometer lang. Und wie viele Höhenmeter waren das? Über 1000, ja, ne? 960. Also es geht munter rauf und runter. Genau. Die wollen wir mal fahren. Medebach liegt im Osauernkreis, am Rand von Nordhessen, kann man sagen. Mhm. Schon. Ja, ist so ein kleines, gemütliches Gebiet. Ich bin ja schon mal gefahren. Die Fildische Grundtour verlinke ich mal oben rechts. Ein schöner Rundweg jetzt, ne? Ist ein schöner Rundweg. Wir kommen wieder hier an. Ja, wir kommen durch schöne Gegenden. Genau. Wir gucken es uns einfach an. Auf geht's. Sind wir gerade gestartet an der Kirche und fahren jetzt noch ein kleines Stück durch Medebach. Ist für den Samstagmorgen noch ein bisschen verschlafen. Ja, das Wetter ist doch noch ein bisschen bedeckt und so warm ist es noch nicht, deswegen ist jetzt Jacke angesagt. Ich habe auch noch meine Jacke an, aber ich glaube, es wird nicht regnen. Deine, ne? Oder meine? Das ist meine Weste. So. Ausziehen kann man sie dann auch wieder. Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along and let you down. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart and leave you crying on the floor. You let me down, I won't do this all again. Even if I try, I can't forget it. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Somebody said it should be easy to forgive. We all make mistakes and no one lives without sin. But why'd you have to break my heart? I wasn't ready to let you go yet. And now you're standing at my door thinking that I'm gonna let you in. But if you wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart, so you could feel this pain and know what it's like to be left out in the cold, standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Mm-hmm.
you never let me go. Hope somebody will break your heart so you could feel my pain and know what it's like to be left out in the cold. Standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. You should have never let me go. So, wir hatten ja jetzt so eine Rundtour geplant und bis gerade eben den Weg, den müssen wir auch später wieder zurück zum Auto an der Kirche in Medebach. Und jetzt gehen wir praktisch hier auf die Runde und verlassen jetzt das Orketal. Und da hinten haben wir schon Lagerfeuer gesehen, da sind schon Zeltlager, das ist ja jetzt die Zeit hier, wo die Zeltlager hier in Sauerland kommen gerne hier hin. Da haben sie ihn meistens in der Nähe von Schützenhallen. Da können die dann bei schlechtem Wetter in die Schützenhalle gehen und haben dann halt auch die ganzen Annehmlichkeiten wie fließend Wasser und Strom und so und eine Küche dabei, dass die Jugendlichen auch gut versorgt werden. Nicht, dass sie uns vom Fleisch fallen. Ich muss jetzt mal gucken, was das hier alles für Dörfer sind. Here I am on the run now. Been there for way too long. I'm off to chase the sun now, for you know I'll be gone. You were the better actor, but then you looked away.
Ja, ich freue mich mal wieder ein Video in meiner Heimat zu machen. Es ist einfach grandios hier, wo ich wohne. Kann ich nicht anders sagen. Bonn ist auch schön, aber zu Hause ist es am schönsten. Hier unten im Tal liegt Neukirchen. Das gehört aber zu Hessen und nicht mehr zu Medebach. So, jetzt sind wir hier in Dreisler. Und Dreisler hat auch eine Bergbau-Vergangenheit. Wir haben ja eine Mine gehabt, wo Schwerspat abgebaut wurde. Fünfhundert Meter tief ist die Grube, steht hier. Förderung bis 2009, 4 Millionen Tonnen. Hier ist Dreisler und hier ist diese Grube. Und ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung wir jetzt fahren. Müssen wir mal gucken. Ich glaube hier oben Richtung Medelon. Hierauf. I'm off to chase the sun now, for you know I'll be gone. Ja, hier ist Berge. Hier sind wir hergekommen. Jetzt geht es hier rauf wieder. Hier ist auch wieder ein Jugendzeltplatz. Ich glaube, wir haben es schon gesehen. Ist wieder. Wird gerade benutzt. So, jetzt sind wir 10 Kilometer gefahren, 57 haben wir noch. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr schön hier. Toller Weg, so Landwirtschaftswege, asphaltiert und wenn nicht, dann sind sie gut geschottert. Sehr schön. Ich freue mich schon auf die nächsten Kilometer. Überall Zeltlager hier. Wo ich hier die Befürchtung habe, wenn es immer richtig Gewitterschauer gibt, dass die in die festen Behausungen flüchten.
Wir machen jetzt hier eine Puffreispause in Medelon. Schmeckt sehr gut. Marienglück habe ich noch nie gehört. Ja, so lerne ich auf dieser Tour auch noch was dazu. Ist doch nur ein Haus irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles Ortsschild war oder ob das selber gebastelt war. Covered by the starlight, it's alright. Andrea wollte den Superstar Motion filmen, wie sie durchs Wasser fährt, aber sie wollte dich. Sie wollte die Brücke benutzen. Ach, ein Brennnessel. Ja, also was an dieser Strecke oder an diesem Teilabschnitt jetzt wieder sehr schön ist, jetzt fährt man durch so richtig unten durch so ein Tal entlang, Wald, links so Auen, ein Bach. Es ist sehr abwechslungsreiche Runde hier, die Medebacher Dörferrunde. Wirklich echt schön. Im Sommer auch gut zu fahren, also jetzt, wenn es so heiß wäre, ne? Man hat immer mal wieder Schatten. Klar, auch mal über Anhöhen, aber dann hat man auch mal wieder Schatten. Klasse. Jetzt sind wir bei, also 19 Kilometer haben wir jetzt und 49 haben wir noch zu absolvieren. Und es ist jetzt, ich gucke mal, wie viel Uhr wir haben, kurz vor 12. Kommen wir nach Elbgeringhausen. Das gehört eigentlich zu Winterberg und nicht zu Medebach. So, jetzt bewegen wir uns auf einen Anstieg zu. Dietmar, welcher ist das? Nach Küstelberg hoch. Küstelberg. Ist nicht ohne, ne? Nee. Steht da denn, wie viel Prozent das hochgeht? Gibt es da Schilder? Nee, das steht da nicht. Aber es aber ist sehr stark. Ich denke, gleich schieben. Es verspricht spannend zu werden. Ich versuche mal ein Tor da irgendwie hochzukommen. Ansonsten schiebe ich auch.
So, wir sind jetzt in Küstelberg oben, das ist so ziemlich der höchste Punkt. Jetzt geht es direkt wieder links runter. Richtung Deisfeld muss dann kommen. In 100 Metern links auf Deifelder Straße, L872. Jetzt links auf Deifelder Straße, L872. Deifeld, genau. Man kommt schon durcheinander. Deisfeld gibt es auch hier in der Gegend. In 100 Metern an der Gabel links. Kommen wir hier durch so ein uriges Örtchen, Dittmaringhausen. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg nach Düdinghausen und die Straße war gesperrt, aber wir konnten hier durch. Ja, ist wunderbar, wir sind hier alleine. So, jetzt haben wir Oberschledorn durchquert. Da ist Schützenfest hier. Ja, aber keine Tasse Kaffee zu kriegen. So, wir haben uns entschieden, die Tour ein bisschen abzukürzen. Wir sind noch nicht so richtig fit. Und jetzt kommen wir hier wieder auf Medebach zu. Haben jetzt auch irgendwie Kaffeedurst, weil wir die ganze Zeit nichts gekriegt da auf den Dörfern. Ja, jetzt sehen wir hier das Gut Hasenkammer. Das ist halt im einen oder anderen ein Begriff. Da kann man auch campen auf Bauernhof. Und rechts am Hang ist Centerparks. Da haben sie so einen Abenteuerspielplatz eingezimmert. Also für die Kinder wird hier was gemacht. Mal gucken, vielleicht kommen wir da noch näher noch vorbei. Auf jeden Fall bewegen wir uns jetzt direkt nach Medebach und kürzen ein bisschen ab. Hier ist gerade ein Zirkus zu Gast.
Jetzt sind wir wieder in Medebach angekommen. War eine schöne Runde. Sind noch, wie viel geworden? 51 und ja. Ja, 780 Höhenmeter. Genau. Doch. Ja, war ein schöner Tag heute. Sonne scheint, ab und zu mal eine Wolke. Hat uns ganz gut gefallen. Doch, war sehr schön, ne? Abwechslungsreich auch wieder. Ja. Das habe ich immer ganz gern, wenn alles nicht so eintönig ist. Genau. So, sagen wir hier tschüss und winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt das Auto. Ja, jetzt kommt das Auto. Schon wieder Outtakes, ne? Morgen. Mal im Chor? Das schaffe ich nicht. Das weiß ich. 3, 2, 1. Guten Morgen, liebe. Na Gott, das kann ich nicht. Scheiße. Das ist so doof. Mach nur du. Ja. Und zwei. Ist schon an? Mhm. Filmt schon? Nee, doch. Wir machen jetzt eine Puffreispause. Mhm. In, wie heißt das hier? Dreisler. Nee, da sind wir doch schon raus. Mededon. Mededon, genau. Mededon. Mededon, nur so ein kleiner Zwischensnack, weil mir wird schon ein bisschen blümirant. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie es heißt. Sag du es. Schnitt. Warte. Ja. Ich suche es dann immer erst. Mhm. Jetzt. Nee. Siehst du?